das Layout. Unendliche Weiten. Sweet People, es ist mal wieder Freitag. Es wird Zeit für was Süßes vor dem Wochenende und genau deswegen schaltet ihr wieder ein in den Sweet Spot Podcast Snack. Ich will heute mit euch über die dunkle Materie des Designs sprechen, den Weißraum. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Die dunkle Materie des Designs, der Weißraum im Design, wird auch typografischer Weißraum oder Freiraum genannt. Es handelt sich dabei um die leeren Flächen auf einer Website, auf einem Poster, auf eurem Medium, das ihr designt sozusagen. Überall dort, wo keine Gestaltungselemente stattfinden, also keine Grafiken, keine Bilder, Text. Man sieht sozusagen einfach auf das Medium, auf den Hintergrund. Und wir unterscheiden da in die Makrotypografie, das Zusammenspiel von Text und Bild, also die großen Elemente, die die Fernwirkung eines gestalteten Mediums bestimmen, und die Mikrotypografie. Da geht es dann vor allen Dingen in der Schrift um sowas wie Zeilenabstände, Laufweite, Spationierung und so weiter. Und die Frage ist, warum ist eigentlich die Abwesenheit von Design genauso wichtig wie das Design selbst? Ihr kennt das vielleicht von Kunstwerken, von Gemälden, wo Weißraum eine große Rolle spielt, oder vielen anderen Bereichen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Es ist im Design vor allem wichtig, weil es dem, was ihr sagt, dem, was ihr gestaltet, mehr Raum zum Atmen gibt. Es wirkt großzügiger, luxuriöser oder eben kleinteiliger und formeller. Und ganz viel davon liegt nicht nur an dem, was man gestaltet selbst, sondern am Raum außenrum, der dem Layout Platz gibt und es sozusagen einrahmt. Es hat auch was mit der Anwenderfreundlichkeit zu tun, zum Beispiel der Lesefreundlichkeit. Da geht es auch wieder um Zeilenabstände, Buchstabenabstände, dem Durchschuss sozusagen der Typografie und ja, wie einfach und angenehm das zu lesen ist. Vor allen Dingen ist es aber wichtig, wenn es darum geht, den Fokus zu setzen und das Auge zu lenken. Ein Extrembeispiel ist auch wieder in der Schrift zu finden. Ihr könnt zum Beispiel Worte in der gleichen Schrift, in der gleichen Größe, in der gleichen Farbe setzen und einfach nur mit Abständen zwischen diesen Worten zum Beispiel eine Gliederung herstellen. Was braucht es denn jetzt, um mit Weißraum richtig zu arbeiten? Ich glaube, das erste ist natürlich eine gute Struktur. Natürlich braucht ihr ein Raster. Ihr dürft nicht random irgendwelche Lücken lassen. Das würde seltsam aussehen, sondern wir müssen das auch hier wieder, auch die Abwesenheit muss sozusagen kuratiert sein. Es muss sehr pointiert und mit Absicht die Lücken gelassen werden. Und ja, es braucht natürlich auch Mut zur Lücke. Denn wenn wir ein sehr, sehr großes Poster drucken lassen als Beispiel und ihr sagt dem Kunden, ja, ich habe aber eigentlich nur zwei Worte drauf, es muss aber diese Größe haben, da braucht es ein bisschen Chuzpe, das zu vertreten und auch so durchzuziehen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele, wo das extrem gut funktioniert und gerade deswegen habe ich auch Poster gesagt, ihr kennt das, wenn ihr vielleicht am Hauptbahnhof oder am Flughafen ankommt, diese super langen, großen Poster von Apple, die natürlich Meister im Design des Weißraums sind. Die haben oft nur der neue Mac als Typo in der Mitte dieses gigantischen Posters stehen und dann an der Seite irgendwie noch so kleines Bildschirm am Rand, der fliegt so rein. Und das war's. Und trotzdem hat diese Art der Werbung des Designs eine ganz, ganz starke Wirkung auf uns, weil es so großzügig und so luxuriös wirkt und auch dem Design eben diesen Raum lässt. Und wie so oft, Sweet People, habe ich in meinem Leben vom Design und dem Nachdenken über das Design ganz, ganz viel gelernt. Ein bisschen was will ich hier mit euch teilen. Und so habe ich auch über den Weißraum nachgedacht, über Abstand, über Leerraum. Und das will ich euch mitgeben zum Wochenende. Denn dieser Weißraum, diese Abwesenheit von Gestaltung und Elementen, die spielt in sehr, sehr vielen Bereichen auch eine Rolle. Zum Beispiel im Wohnen. Oder am Arbeitsplatz oder überhaupt in Räumen, das können eure Third Places sein, eure First Places, wo auch immer ihr jetzt gerade seid oder das wahrnehmen könnt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an kleine Studentenwohnungen, in denen wir gelebt haben alle, wo alles vollgestellt war und alles war eng und es hatte zwar was Gemütliches, aber es fühlt sich sehr, sehr anders an, als in einem großzügigen Raum zu sein, wo die wenigen Elemente, die platziert sind, vielleicht sehr, sehr gut durchdacht und kuratiert sind. Ein anderer Bereich ist, der uns bestimmt allen sehr bekannt vorkommt, ist in einer Unterhaltung, in einem Dialog. All das, was nicht gesagt wird. Das Ungesagte in einer Unterhaltung ist sozusagen der Weißraum in der Interaktion mit anderen, der auch eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Und für euch, Sweet People, zum Wochenende, weil ihr jetzt wahrscheinlich gerade noch arbeitet, will ich den Gedanken mitgeben,
wie gestalten wir denn den Leerraum oder den Weißraum in unserer Arbeit? Ist unser ganzer Tag eigentlich klein, kariert, eng typografiert wie ein Beamtenformular, durchgetaktet, komplett ohne Lücken, ohne Raum zum Atmen, zum Entfalten, etwas wirken zu lassen? Oder räumen wir ein bisschen Freiräume, ein bisschen Müßiggang, ein paar Pausen, ein bisschen Inspiration und Flow-Momente in unseren Arbeitsalltag ein? Ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Mich auf jeden Fall hat der Gedanke nochmal begeistert, mich nochmal auf die Ursprünge des Designs mit Themen wie Weißraum zu besinnen und drüber nachzudenken mit euch. Jetzt bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein süßes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.